Ich bin's schon wieder. Heute gibt's was Schnelles, weil ich hab wenig Zeit. Und zwar gibt es heute gekochten Fisch mit einer weißen Soße, gehackten Eiern, Petersilie und Kartoffeln. Es wird ganz einfach zum Zubereiten sein. Die Kartoffeln kochen schon. Ich habe etwas Bechamel schon vorbereitet. Dazu gibt es Erbsen, ein kleines Stückchen Butter, gekochte und gehackte Eier und zwei Stück Dorschfilet. So, der Fisch, der frische Ostseedorsch, wird mit Meeressalz aus der Mühle gut gewürzt und kommt dann gleich in den Backofen. Dieser feine, perfekte Dorsch wurde schonend im Dampfgarer gegart. Dazu gibt es ein Sößchen, gekochte Kartoffel und Erbsen. Und ich werde jetzt gleich alles anrichten. Fisch auf Teller legen. Soße drüber. Ein paar Kartoffeln. Erbsen. Und die gehackten Eier zum Schluss über den Fisch geben, reichlich, ob man so möchte. Wer keine Eier möchte, kann auch etwas steirischen Edelkrähen in die Soße einrühren. Ja, und es ist wieder soweit. Ich darf euch guten Appetit wünschen. Ich hoffe, es hat euch sehr gut geschmeckt. Weil mir war das beste Essen diese Woche. Und ich habe alles aufgegessen.